Mit meinen Studenten habe ich heute besprochen, wie Immobilien auf die nächste Generation zu übertragen sind. Wenn eine Immobilie für 1 Million Euro gekauft wurde, habe ich die abgeschrieben und habe dafür ungefähr bei einem Steuersatz von 50% 50% Steuern, also 500.000 Euro wieder zurückbekommen. Die Kinder treten nun in die Fußstapfen ein und führen diese niedrige Abschreibung fort, wenn ich die Immobilie vererbe oder verschenke. Deswegen sollte man den Weg nie gehen, sondern verkaufen Sie die Immobilie an Ihre Kinder. Zum aktuellen Verkehrswert zum Beispiel mit Wertsteigerung von 2,5 Millionen Euro. Dann können Ihre Kinder nochmal komplett neu abschreiben. Bei einem Steuersatz von 50% sparen Ihre Kinder 1,25 Millionen. Das heißt, in der Summe haben wir dann 1,75 Millionen Euro vom Finanzamt erstattet bekommen. Okay, über einen Zeitraum von fast 100 Jahren. Aber ich habe ja damals nur 1 Million Euro für das Objekt bezahlt. Ich habe also fast das Doppelte an Steuererstattung bekommen, wie der Kaufpreis war. Niemals vererben oder verschenken, sondern immer an die Kinder verkaufen.